Willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition. Wir haben immer noch den 4.6.2017 und in der letzten Folge haben wir uns um Black Balls Urteil gekümmert. Wir haben ihm im Prinzip die Freiheit gegeben und es war sein eigener Wunsch, weiterhin für die Inquisition zu arbeiten. Danach haben wir Coles persönliche Quest erledigt und die Sache mit dem Amulett, durchgezogen. Das hat bei ihm nicht funktioniert, das Amulett. Und wir sind dann der Sache auch nachgegangen, woran es liegt. Ja, das kann ich jetzt nicht auf die Kürze nacherzählen. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, dann könnt ihr es euch ja anschauen. Jetzt haben wir noch eine Sache mit Blackwall zu erledigen. Wir hatten ja eine Entscheidung getroffen, dass ein anderer, der ihm ähnlich sieht, an seiner Stelle hingerichtet wurde. Und das hat natürlich Konsequenzen, die werden wir uns jetzt gleich nochmal anschauen, damit ich die Sache mit Blackwall endgültig erledigt habe. Und dann schauen wir mal, ob es für Cole auch noch irgendwas gibt. Die Folgen von Blackwalls Lüge. Ein leicht parfümierter Brief, in feiner Handschrift verfasster Brief. Das Problem mit Tom Brenier ist zwar gelöst, doch sein Betrug hat weitreichende Konsequenzen. Hätten wir die Verträge der Grauen Wächter nicht genutzt, würden wir uns jetzt womöglich nicht in einer derart unangenehmen Lage befinden. Doch so wie die Dinge liegen, erhalte ich täglich zahlreiche Schreiben, in denen wir aufgefordert werden, Entschädigungen zu leisten. Wir müssen etwas unternehmen, Josephine. Dem Brief wurde folgende Anmerkung hinzugefügt. Entschuldigt, aber haben wir eine Herzogin beleidigt, indem wir durch einen Empfang auf ihr Kleid getreten sind? Oder wurde der Himmel aufgerissen und Heaven von einem Magister der dunklen Blut angegriffen? Wir brauchten das Gold und die Männer und ihr hättet die Leute auch ohne die Verträge dazu überredet, uns beides bereitzustellen. Wir werden keine Entschädigung dafür leisten, dass wir getan haben, was wir tun mussten, was niemand sonst hätte tun können. Vergesst nicht, dass wir jetzt mit den Wächtern verbündet sind. Selbst wenn wir vorher nicht das Recht zur Konskription hatten, so haben wir es jetzt. Was würde denn Kellen tun? Wir weichen nicht zurück, sondern gehen müsste das heißen. Es gibt keinen Grund für Entschuldigung. Was mit den Wächtern geschehen ist, berechtigt uns mehr denn je dazu, diese Verträge auch zu nutzen. Wollen wir, dass die Inquisition auch nach dem Sieg über Corypheus noch Bestand hat? Wir werden nicht immer im Krieg sein. Warum also sollten wir Verbündete verprellen, wenn es doch so einfach ist, sie zu beschwichtigen? Lasst uns ihnen das zurückgeben, was ihnen unter Vorspiegelung falscher Tatsachen genommen wurde, anstatt uns auf diese Verträge zu irgendwas zu versteifen. Ich stimme Josephine zu, obwohl die Lösung von Cullen auch seinen Reiz hätte. Jo. Inquisitor? Ja. Hoffentlich heißt das jetzt nicht, dass wir für die Wächter keine Rekruten mehr anwerben können. Gibt's hier drüben. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob es hier irgendwas gibt, was sich auf Cole bezieht. Den Wächter finden, das haben wir schon. Da gibt's nix. Dann Orlais nochmal. Schaut nicht so aus. Gut, dann nochmal ganz kurz Leder beschaffen. Inquisitor. Grüß dich. So. Dann noch ein paar Kräuter zupfen, oder? Machen wir uns an die Arbeit? Was auch immer. Jo, wir machen uns an die Arbeit. Und dann schauen wir uns die nächste Quest an. Ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit, da kann ich auch eine größere Sache angehen. So. Der Weg des Inquisitors, der innere Kreis. Ich mache wahrscheinlich das hier mit Cassandra, letzte Bastion guter Menschen. Mutter Giselle hat den Brief von Dorians Vater übergeben. Dorian will ihn gewiss lesen. Ich denke, dass das nicht so lange dauert. Das ist die Sache, wo er sich mit seiner Familie treffen soll. Ähnlich wie die Inquisition hat Corypheus sehr viel Zeit und Mühe in den Aufbau eines loyalen inneren Kreises investiert. Samson ist ein Lyrium-süchtiger ehemaliger Templer. Das klingt eigentlich... Köln kennt Samson gut und denkt, dass das Abfangen von Rotlyrium-Schmuggelnden... Das klingt interessant. Kann ich das machen? Das klingt ziemlich interessant.
Also Smaragdgräber. Dann nehmen wir mal Blackwall mit. Mal gucken, ob sich irgendwas geändert hat. Ja, das Bildchen hier hat sich geändert. Außerdem nehme ich Cole mit. Ich bin neugierig, ob da irgendwas anders ist. Blackwall, dann brauche ich noch einen Magier. Dann nehmen wir Solis mit. So. Und dann schauen wir mal, ob unsere Entscheidungen sich ja, auf unsere Kameraden so auswirken, dass man das bemerkt. Schön, euch wiederzusehen, Inquisitor. Ich hoffe, ihr habt eure bequemen Stiefel an. Unsere Späher haben nämlich überall im Wald Risse im Nichts entdeckt. Außerdem haben wir diesen geheimnisvollen Fairbanks aufgespürt. Er will seine Informationen allerdings nur mit euch teilen. Er und seine Leute lagern draußen beim stummen Beobachter, einfach den Weg entlang. Soweit wir es sagen können, sind sie Kriegsflüchtlinge. Bauern hauptsächlich. Ich weiß ja, dass die nicht auf die Flirts anspringt, deswegen flirte ich so gern mit ihr. Irgendwie macht das Laune. Erzählt mir von Fairbanks. Erzählt mir alles, was ihr über Fairbanks wisst. Nun, das ist leider nicht sonderlich viel. Er tauchte nach Ausbruch des Bürgerkriegs auf und half den Leuten vor der Zerstörung zu fliehen. Fairbanks ist vermutlich auch nicht sein richtiger Name. Was wisst ihr über die Gegend? Könnt ihr mir noch mehr über diese Gegend erzählen? Man nennt diesen Ort die Smaragdgräber. Der Legende nach wächst hier ein Baum für jeden Elfenritter Halam Shirals, der bei dessen Verteidigung ums Leben kam. Das macht einen irgendwie traurig, nicht wahr? Wir, die letzten Elfenern, so eine Anspielung. Wir sind die letzten der Elvenan. Niemals wieder werden wir uns beugen. Oh, es tut mir leid, Inquisitor. Ich habe nicht nachgedacht. Ja. Flirt versuchen. Wie gesagt, ich weiß, dass die nicht drauf anspringt, aber es ist ihre Reaktion ist immer niedlich. Ich genieße unsere kleinen Zusammentreffen. Es ist wie ein langsames Kennenlernen. Ja, nicht wahr? Zu schade nur, dass unsere Treffen immer so kurz sind. Aber naja, so ist das halt, wenn man die Welt retten muss. Es gibt immer so viel zu tun. Ich gehe dann mal wieder. Danke für die Informationen. Ich mache mich dann mal auf den Weg. Oh, eine Sache noch. Ihr hattet ja bereits mit den Freikämpfern der Dales zu tun. Es gibt sie auch hier. Nehmt euch vor ihnen in Acht, Inquisitor. Freikämpfer der Dales. Elfenruine untersuchen, Einsatz verfügbar. Ist das jetzt hier wieder was Längeres? Vor Sonnenaufgang, ach du Liebe, eine ganz neue Zone. Das hatte ich jetzt eigentlich nicht vor. Ich könnte übrigens mal speichern. Dann sollte ich vielleicht doch das mit Cassandra machen, weil ich komme dann in dieser Folge ganz bestimmt nicht mehr dazu, diese Quest vor Sonnenaufgang. Machen wir das hier. Immer noch genug Zeit. Cassandra hat Grund zu der Annahme, dass Corypheus für das Verschwinden der Sucher der Wahrheit verantwortlich ist, braucht aber Hilfe, um ihren Verdacht zu haben. Beweisen. Ja, nutzt die Weltkarte, bla, um nach Dings zu reisen. Machen wir das. So, also wenn ich nicht mehr weiß, was ich machen soll, kann ich da weitermachen. Wo ist ein Care-Dings da? Ah, da, okay. Burg von Care Oswin. Ja, hin. Ich lasse das Team so, wie ich es gerade habe. Black Wall, Cole und Solas bestätigen. Mr. Data, Kurs setzen auf Care Boswin oder so. Energie. Erkunde das Schloss, okay. Ja, das ist bestimmt keine größere Zone. Radar im Auge. Herr Oswin, wie sonderbar, dass uns die Spur hierher geführt hat. Ben Lauren ist ein frommer, bescheidener Mann.
Wo hat er sich da nur hineinziehen lassen? Aha. Ach, natürlich ist es Cassandra dabei. Daran hätte ich denken sollen. Jetzt ist Solas nicht dabei. Ich habe also keinen Magier. Finden wenn wir heraus, was uns drinnen erwartet. Jo. Eigentlich hätte ich doch mit dir reden sollen, oder? Ja, hätte ich dran denken müssen. War jetzt so drauf auszuschauen, wie Cole und Blackwall sich verändert haben oder ob sie sich verändert haben, dass ich jetzt an Cassandra gar nicht gedacht habe. Wer bist du? Ja. Ja, ist schon recht. Komm, Mietz. Hä? Black, was hast denn du da? Na, da bin ich mal gespannt. Ist es eine neue Fähigkeit? Upp, zurück. Ein bisschen Flächenschaden und nochmal. Ist das, was Blackwall da hat? Verheißer. Ich hätte es wissen müssen. Der Orden der flammenden Verheißung ist ein Kult mit seltsamen Ansichten über die Sucher. Seine Mitglieder jagen uns seit Jahrhunderten. Kann man mit ihnen reden? Besteht die Möglichkeit, mit ihnen zu verhandeln? Sie sind Fanatiker, besessen von jeglicher verbotener Magie, die sie zu wahren Suchern machen könnte. Nun, das alles erklärt zwar, warum die Sucher hier sein könnten, allerdings nicht die Verbindung zu Korypheus. Kerkerschlüssel, na den braucht man noch. Ah, da ist schon ein Kerker. Dörrstängel, das ist eine Pflanze. Genau, seltene Pflanze, das sind zwei Pflanzen. Und der Schlüssel ist doch bestimmt Moment. Nö, also das... Türli ist schon offen. So, gucken wir mal, was da ist. Zack. Kallens Bericht liegt bereit, bla. 114 Gold, ein Turmschild und ja, Gedöns zum Verkaufen halt. Und rote Pünktchen auf dem Radar, toter Sucher. Okay. Ein Sucher. Wurde er zu Tode gefoltert? Die Verheißer werden dafür bezahlen. Das ist doch einer, oder? Gezielter Schuss. Du sollst nicht die Wand anschießen, du sollst... Also sowas. Gut, das. Da ist noch einer. Komm. Versteck dich nicht hinter dem Stein da. Okay, das war's wohl. Hofschlüssel. Okay. Und da die Sucher der Wahrheit gegen die Wirkung des roten Lyriums resistent sind, hielt es der Älteste für angemessen, sie in eure Obhut zu geben. Folgt eurer Bestimmung und wisset, dass der Älteste im Gegenzug eure Ergebenheit erwartet. Unterzeichnet von Lord Samson, Kommandant der Roten Templer. Erkennt Korypheus nicht, dass die Verheißer das Ende der Welt wollen? Welchen Nutzen haben sie für ihn? Er hat die Sucher verkauft. Also hat Korypheus die Sucher an diese Kultisten verkauft? Und die haben die Chance natürlich beim Schopf gepackt. Aber das erklärt nicht, wie er die Sucher gefangen nehmen konnte oder was mit ihnen geschehen ist. Suchen wir weiter. Warum sind Sucher resistent? Ja, gute Frage. In dem Brief steht, Sucher sind gegen rotes Lyrium resistent. Dank unserer Fähigkeiten haben wir viele Gaben, aber eine Resistenz gegen rotes Lyrium, das erscheint mir seltsam. Obschon es erklären würde, warum keine Sucher in den Reihen der Roten Templer sind.
Und somit wären Sucher für Korypheus nutzlos, weil er uns nicht an der Leine halten könnte. Aha, und dann wäre es besser, sich zu töten, damit sie nicht in die Quere kommen, oder? Wollt ihr es wirklich wissen? Wollt ihr wirklich weitersuchen? Was wir finden, könnte unerfreulich sein. Ich scheue nicht vor unerfreulichen Dingen zurück. Ich muss es wissen. Da liegt was, das ist... eine Moorhuhnfeder. Wollte ich noch nie haben. Aber egal, irgendwas wird schon wert sein. Was man hier alles findet. Was ist, was um Gottes Willen ist ein Harras? So. Ich muss wohl da lang, oder? Gibt es noch eine Option? Ich glaube nicht. Ja, damit, dafür haben wir wohl den Hofschlüssel gebraucht. Erkundet das. Das habe ich schon so oft gehört. Ich lebe immer noch. Was ist das für ein Skill, den Blackwall da einsetzt? Ist der wirklich neu oder ist mir der noch nie aufgefallen? Sollte mir vielleicht mal angucken, ob es bei seinen Fähigkeiten was Neues gibt. Da drüben. Der Orden der flammenden Verheißung. Betrachten wir die Zeit, in der die ursprüngliche Inquisition existierte. Die erste Verderbnis hatte die Welt verwüstet, sie hatte das mächtige Reich und der Winter zum Fall gebracht und nichts an seiner Stelle hinterlassen. Ebenso wie es verschiedene Andraste-Kulte gab, die darum kämpften, den Platz des wahren Erben des Glaubens der Prophetin einzunehmen, gab es auch mehr als eine Gruppierung, die behauptete, den einzig wahren Weg zu kennen, um die Welt aus dem Chaos zu erretten. Eine von ihnen war der Ort der Flammen der Verheißung, eine Gruppe von Männern und Frauen, die verkündeten, das Ende der Welt sei nicht nur nah, sondern auch notwendig. Sie erklärten, Tadas müsste mit Feuer gereinigt werden, um als Paradies neu zu entstehen. Dies war ihr feierliches Versprechen. Und sie verschrieben sich einzig und allein dem Ziel, es möglich zu machen. Ob sie ihm jedoch jemals nahe kamen, ist unbekannt. Die Inquisition zerschlug diese Verheißer letztendlich in einer Schlacht, die nur unter dem Namen Reinigung von Chernow verzeichnet ist. Der Kult tauchte im frühen göttlichen Zeitalter wieder auf und behauptete von sich, er würde nun den Platz der Inquisition einnehmen, nachdem diese zu den Suchern der Wahrheit geworden war. Die Kirche machte Jagd auf die Verheißer, doch ihre erneute Vernichtung gelang erst im erhabenen Zeitalter. Aus, auf der Suche nach Wissen, die Reisen eines Scholan der Kirche von Bruder Genitivi, diesem Universalgelehrten, den wir aus Trojan Age Origin auch schon kennen. Aha, siehe da. Wer sucht, der findet. Viel ist es nicht wert, aber egal. Oh, hier speichern, dass ich den sehr... Nein, nicht laden. Speichern. Den Unterschied sollte man kennen. Erkunde das Schloss. Da hinten auch noch eine Treppe. Tja, was tun? Ich nehme an, es ist wurscht. Das sieht mir nach einer Truhe aus da hinten. Genau. Und plündern. Nur Gedöns zum Verkaufen, nichts Besonderes. Und hier dasselbe. Aber egal.
habe letztens auch ein paar Baupläne gekauft. Im Schwarzen Emporium. Die sind ziemlich teuer, aber halt gut, ne? Irgendwann möchte ich die... Daniel! Daniel, könnt ihr mich hören? Cassandra? Ihr seid es tatsächlich. Ihr lebt. Genau wie ihr. Ich bin so froh, dass ich euch gefunden habe. Nein, Sie haben einen Dämon in mich gepflanzt. Er zerreißt mich. Was? Ihr könnt nicht besessen sein. Das ist unmöglich. Ich bin nicht besessen. Sie haben mir Dinge eingeflößt. Ich kann fühlen, wie er wächst. Hm. Können wir ihm helfen? Können wir irgendetwas tun? Ich weiß es nicht. Dieses Ding in seinem Inneren. Der Lordsucher. Ihr müsst ihn finden. Natürlich werden wir ihn finden. Wenn er noch am Leben ist, werden wir... Lucius hat uns verraten, Cassandra. Er hat uns hierher geschickt. Einen nach dem anderen. Auf eine wichtige Mission, hat er gesagt. Nichts als Lügen. Er war die ganze Zeit über mit ihnen hier. Er arbeitet noch immer mit ihnen zusammen. Aber wir sind ihm begegnet. Aber wir sind Lordsucher Lucius in Val Royeaux begegnet. Er kann also nicht hier gewesen sein. Das war nicht er. Es war ein Dämon, der sich als er ausgegeben hat. Was? Wie kann das sein? Der Lordsucher hat es zugelassen. Er hat es dem Dämon gestattet, das Kommando zu übernehmen, während er selbst... hierher gekommen ist. Kann das wahr sein? Würde er tatsächlich gemeinsame Sache mit diesen Kultisten machen? Genau das werde ich herausfinden. Wartet. Lasst mich nicht so zurück. Bitte. Das habe ich befürchtet. Ihr hättet mit mir kommen sollen. Ihr habt ebenso wenig an den Krieg geglaubt wie ich. Ihr kennt mich doch. Ich wollte diese Beförderung. Begebt euch an die Seite des Erbauers, Daniel. Er wird euch willkommen heißen. Er war mein Schüler. Und der großartigste junge Mann, dem ich je begegnet bin. Lasst uns Lord Sucher Lucius aufspüren. Tja, zumindest bleibt ihm diese Verwandlung oder was immer mit ihm passiert wäre, erspart. Ich stelle mir das gerade ein bisschen so wie in diesem Horror-Science-Fiction-Film Alien, wo dann irgendwas aus ihm herauskommt. Also, fürchterlicher Gedanke. Achso, ich wollte ja mal nach Black Wolf gucken, ob sich da was getan hat. Black Wall, Waffe und Schild. Zweihandwaffe, nee, der ist immer noch Schlachtenmeister, Vorreiter. Da hat sich wohl nichts getan. Was ist bei Cole? Auch nichts Neues, so wie es ausschaut. Also ich kann jetzt echt nicht aussagen, wie genau, also auf die Schnelle kann ich es jetzt nicht sagen. Vielleicht finde ich es noch heraus. Das mache ich aber nicht während der Videoaufnahme, solche Nachforschungen. Vorreiterpanzerung, jawohl, Bauplan. Aber momentan kann ich nicht sagen, ob sich die von ihren Fähigkeiten her verändert haben oder nicht. Ich würde spontan sagen, nö, Fähigkeiten sind dieselben. Hallo, komm her. Ich möchte, ja, warum hat das mit dem Sprung jetzt nicht funktioniert? Den Skill hat sehr wohl ausgelöst. Bisschen Eis und Jo, Mädel hat mir Kuss gegeben. Hat mich sehr gekränkt. Hab es ihr gleich wieder geben. Will ja nix Geschenk. Ja gut, Velaya verteilt keine Bussardl, sondern Pfeile.
guten Freunden gibt man ein Schüsschen. Lordsucher Lucius. Cassandra. Und die Frau an eurer Seite ist dann wohl der neue Inquisitor. Oh, und ihr seid ein Verräter. Und ihr seid der Mann, der seinen eigenen Orden verraten hat. Ich nehme an, ihr wisst, dass wir Sucher der Wahrheit die ursprüngliche Inquisition waren. Oh ja. Genau wie ihr heute haben wir einst darum gekämpft, in einer Zeit des Wahnsinns die Ordnung wiederherzustellen. Und das hat uns stolz gemacht. Wir wollten die Welt neu gestalten, sie besser machen. Doch was haben wir stattdessen erschaffen? Die Kirche, die Zirkel der Magi. Einen Krieg, der niemals enden wird. Tja, und deswegen helft ihr also Corypheus. Und ihr denkt, Corypheus zu helfen würde irgendetwas verbessern? Corypheus ist ein Monster mit begrenzten Zielen. Eure Ziele hingegen sind so viel größer. Wir Sucher sind Abscheulichkeiten, Cassandra. Wir haben eine verrottende Welt erschaffen und trotz ihres Verfalls dafür gekämpft, sie zu bewahren. Wir mussten aufgehalten werden. Ihr glaubt mir nicht? Dann seht selbst. Die Geheimnisse unseres Ordens an mich weitergegeben, als der letzte Lordsucher getötet wurde. Der Krieg gegen die Magier hatte bereits begonnen, aber noch war es für mich nicht zu spät, das Richtige zu tun. Das hier ist nicht das Richtige. Und das hier war das Richtige? Lordsucher, was ihr getan habt. Ich weiß. Was Corypheus mit den Templern gemacht hat, ist unerheblich. Ich habe die Zukunft gesehen. Ich habe einen neuen Orden anstelle des alten erschaffen. Die Welt wird enden, damit wir von Neuem beginnen können. Rein und unverdorben. Schließt euch uns an, Cassandra. Es ist der Wille des Erbauers. Jo, dann muss Velaya wieder ein paar ihrer Küsschen verteilen. Mal ein bisschen mit Feuer arbeiten. Er war verrückt. Das ist die einzige Erklärung. Das war's. Könnte ihn Corypheus vielleicht beeinflusst haben? Hat er versucht, die Sucher außer Gefecht zu setzen? Wenn, dann hat es funktioniert. Falls dem so war, ist sein Plan perfekt aufgegangen. Er kann unmöglich uns alle vernichtet haben. Das akzeptiere ich nicht. Lasst uns zur Himmelsfeste zurückkehren. Ich will wissen, was in diesem Buch der Geheimnisse steht. Jo, das ist ein guter Moment. Die Folge ist eh voll. Schartiges Schwert, nur Nacktotem, was der alles drin hat. Das war doch jetzt der Lordsucher, ne? Vitatis. Gegenstand Stufe 9. Darüber sind wir schon weit hinaus, über Gegenstände Stufe 9. Das Spiel verarscht mich. Kann ich das hier in Besitz nehmen? Nö, schaut nicht so aus. Bildkarte, okay. Gut, dann kehren wir also zur Himmelsfeste zurück. Rede auf der Himmelsfeste mit Cassandra, nachdem sie einen Blick auf das Buch geworfen hat. Gut, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich sage mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.